Thomas, ich möchte dich gerne fragen, wie kannst du einen Lebensstil erschaffen in Balance und ohne Angst, angstfrei? Wie kann ich das erreichen? Wie kann ich herausfinden, was ich gerne möchte in meinem Leben, ohne Angst, ohne Zweifel, ohne mich von anderen oder von äußeren Einflüssen wegbringen zu lassen, weg vom Weg, damit ich da fokussiert bleiben kann. Dazu braucht man bestimmt Ruhe, man muss sich seinen eigenen Raum erschaffen, man braucht viel Ruhe. Das wird vermutlich nicht gehen, um jetzt mal eine Auslegeordnung zu machen, wenn man eine Standortbestimmung machen will im Leben. Nehmen wir mal an, man ist schon 25 Jahre alt oder 30 Jahre alt, man hat schon sein Leben gelebt. Jetzt will man mal schauen, wo man steht und wo man sich weiterentwickeln will. Da muss man sich wirklich Raum schaffen. Und dieser Raum, sag ich mal, das ist mindestens 2-3 Tage lang, muss man da weg sein von allen äußeren Einflüssen, wenn das irgendwie möglich ist. Das heißt, es gerade in dieser Zeit, wo Stay at Home so groß geschrieben wird, könnte ich diese Zeit nutzen, um mich zurückzuziehen für 2-3 Tage. Ja. Und was ist dann, wenn ich nicht herausfinde, was ich dann will? Also 2-3 Tage Ruhe, das bedeutet natürlich auf keinen Fall irgendwelche Medien konsumieren, viel schlafen, Musik hören, gut essen und einfach, sagen wir jetzt mal, neutrale Dinge tun. Möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen, sicher nicht chatten, sich diese Ruhe gönnen. Und dann anfangen zu spüren, welche Themen möchte ich noch in meinem Leben haben, was bereitet mir wirklich Freude und wo, welche Freude will ich noch zum Wachsen bringen. Es kann ja sein, dass man gar keine Freude mehr verspürt oder nur ganz, ganz wenig irgendwo ein kleines Thema hat. Und dass dann in dieser Zeit der Ruhe eine Orientierungslosigkeit entsteht, eine Art Verzweiflung auch. Ich habe ja gar nichts. Da wird aber bestimmt, wenn das, dieses Gefühl aufkommt, es wird bestimmt etwas erscheinen. Auch wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er hat gar nichts, er hat keine Freude, da wird etwas kommen in dieser Zeit, wenn man in dieser Ruhe ist. Was ist, wenn was kommt und es unerreichbar erscheint? Also in dieser Zeit der Ruhe einfach mal versuchen, das anzunehmen, dieses Geschenk, wenn eine Freude kommt. Das kann noch so wild sein. Und nicht beurteilen. Und versuchen überhaupt nicht daran zu denken, was das Umfeld davon halten sollte. Von diesen Gedanken, von dieser Freude, von diesen Ideen, von diesen Visionen. Also du sagst, man darf sich auf gar keinen Fall davon abbringen lassen. Ja. Wo kriege ich dann die Stärke her, damit ich mich wirklich nicht davon abbringen lassen werde? Also wenn jetzt diese Zeit der Ruhe vorbei ist und man hat sich entschlossen, dieses Thema oder diese Freude voranzutreiben nachher,
dann geht man aus diesem geschützten Raum raus, den man sich erschaffen hat, und natürlich dann kommen Beurteilungen, Verurteilungen, Ängste. Und dann spricht man ja eben schon von der Balance, dann kommt die Balance ins Spiel. Ich gehe raus aufs Spielfeld quasi und übe das zu erreichen, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn ich nicht mehr kann, muss ich wieder zurück in meinen geschützten Raum gehen und muss versuchen, nicht frustriert zu sein, wenn auf dem Spielfeld, wenn man meint, das war nicht besonders erfolgreich, und geht zurück in den geschützten Raum, man ist verzweifelt, man meint vielleicht, man hat eine Depression, man wird es nie schaffen, dann einfach diese Energien, die gehen weg. Die gehen in der Ruhe wieder weg. Ganz bestimmt. Dann einfach warten, Vertrauen haben. Das Vertrauen baut man auf, indem man sich mit der Natur auseinandersetzt, mit der Schöpfung auseinandersetzt und sich bewusst wird, dass ja alles in der Schöpfung von alleine mehr oder weniger funktioniert. Nein, nicht mehr oder weniger, das funktioniert ja alles von alleine. Also wird auch mein Leben und das Leben von diesem Menschen, der da vorwärts kommen will, das wird funktionieren. Und so ist das Schritt für Schritt, wie wenn ich Klavier üben lerne. Ich bin auch nicht auf die Welt gekommen und konnte Klavier spielen. Niemand ist so auf die Welt gekommen, geht ja gar nicht, wenn du ein kleines Baby bist und so kleine Finger hast, kannst du nicht Klavier spielen. Und sich das einfach bewusst sein, dass alles bei Null anfängt, auch wenn es noch so kompliziert und so schwierig wird. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, das ist so schwierig. Stimmt, es ist alles schwierig. Wenn man aber es tut und versucht, dann wird es immer wie einfacher, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und in diesen Schwierigkeiten kommen natürlich wieder Ängste auf und Zweifel auf. Das ist ein Training. Das ist sicher so. Immer wieder aufstehen, niemals aufgeben, das sind bestimmt keine Floskeln. Das heißt aber nicht, niemals aufgeben, seine Million zu erreichen, weil irgendwann einmal, wenn wir 80 sind oder 85 oder 90 sind, dann sind die Freuden und die Ziele, die man hat, sind komplett anders. Aber es ist immer noch der gleiche Prozess. Jetzt mein Vater zum Beispiel mit 94 im Altersheim, sein Ziel ist bestimmt nicht irgendwie noch irgendetwas zu erreichen auf der Welt. Sein Ziel ist, Liebe zu spüren, seine Familie zu spüren und sehr wahrscheinlich auch die Göttlichkeit zu erkennen, damit er wirklich göttlich dann die Erde verlassen kann. Das ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum er nicht so schnell gehen kann, weil er das Privileg hat quasi, das noch zu erkennen. Jemand, der das schon erkannt hat, der wird sehr wahrscheinlich, kann sein, dass er gar nicht so alt wird. Ist auch nicht schlimm. Stirbt mit 50. Aber er hat sein Leben gelebt. Das kann ich jetzt nicht beweisen, ist meine Meinung. Ja, wie weißt du, wann du dein Leben gelebt hast? Das weiß ich dann, wenn ich immer wieder Momente und Zeiten habe, wo ich richtige Freude habe, wo ich richtig lachen kann, wo ich diese Freude verspüre. Nicht 24 Stunden pro Tag. Aber ich habe immer wieder Punkte, wo ich mich drauf freue, wo ich wirklich sagen kann, wow, da freue ich mich drauf. Das ist eigentlich das Leben, diese Freude. Also würdest du sagen, dass das Wichtigste oder etwas vom Wichtigsten ist im Leben? Die Freude. Die Freude. Ja, auf jeden Fall. Was sagst du den Menschen, die die Freude suchen, aber sie nicht finden?
wer sucht, der findet. Okay, also nie aufgeben. Nicht aufgeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die können zu mir kommen. Nur schon, eben, man kann musizieren, man muss irgendwas versuchen natürlich. Auch wenn es noch so klein ist. Wenn jemand, man muss halt seine Aufmerksamkeit dann darauf richten, wo finde ich meine Freude. Wenn das irgendwie zu Hause eine kleine Pflanze ist, dann ist das eine kleine Pflanze. Da muss man überhaupt nicht beurteilen oder verurteilen, dann hat dieser Mensch Freude an dieser kleinen Pflanze. Würdest du das als wegweisend beschreiben, für das eigene Leben, den Lebensstil herauszufinden? Ja, die kleinen Freuden packen und es können 10.000 kleine Freuden sein, die das Leben begleiten, oder vielleicht für gewisse spezialisierte Menschen sind es nur 2-3 Themen. Also muss ich eigentlich herausfinden, was sind meine Freuden, damit ich herausfinden kann, was ich im Leben will. Ja, ja, das ist so breit gefächert. In unserer Gesellschaft jetzt wird versucht zu spezialisieren. Man redet von Nischenmarketing. Wenn man sich nicht genau positioniert, wird man nicht erkannt, was man ist. Das ist für die Menschen, die das gar nicht können. Es gibt die, die das können, die sind Spezialisten, aber es gibt andere, die sind nicht Spezialisten. Für die das nicht können, ist das im Moment eine schwierige Zeit, wenn man nicht sich für eine Nische konzentrieren kann, fokussieren kann oder für ein Thema.